Oh, nice. Wow. Ups. Oh, ups. Ups. Aua. Ups, 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 ups. Ups. Hoi miteinander und willkommen zurück in Cobra 11. Ja, es ist eine ganze Weile her, wo die letzte Folge gekommen ist. Ich muss mich erstmal schon wieder umgucken. Was war denn passiert? Wir waren an Tag 7. Ah ja, wenn wir uns noch ein bisschen zurückerinnern. Oh Gott, der Verrückte will das Flugzeug hochjagen. Gib Gas, Mensch! Verdammt, wir schaffen's nicht! Tja, das ist wohl kein Happy End. Dann wissen wir auch, dass an Tag 7 ein Ereignis ansteht. Das heißt, langsam aber sicher geht's hier richtig zur Sache in Cobra 11 Highway Nights. Wir kommen langsam zum Ziel, obwohl oben steht, dass wir 72% hin. Aber bevor ich jetzt da eine lange rumschwätze, werde ich sagen, machen wir am Polizeirevier, starten wir eine Streifenfahrt mit einem Polizeiauto. Einfach mal ganz klassisch, nicht mit dem Sportwagen, sondern mal wieder mit einem normalen Polizeiauto. Und dann gucken wir mal, wer uns auch ruft und was der von uns will. So. Bin ich mal gespannt. Ja. Wer das Let's Play von Cobra 11 Highway Nights schon länger verfolgt, der weiß ja, um was es geht, was eigentlich unser Ziel ist. Ja, die anderen können natürlich gerne auch nochmal die Playlist von Anfang an angucken. Ist ja hier alles schön sortiert. Ich kann es ja mal einblenden. Oh! Nice! Wow! So, und wie komme ich jetzt wieder weg? Ich muss mich wohl zurücksetzen, schade. Na gut. Warum ruft uns niemand an? In der oberen Fragezeichen. Das heißt, wir kriegen da keine Mission. Das ist blöd. Probieren wir es mal. In der Stadt. Am Lagerhaus. Mit dem Polizeiauto. Vielleicht kriegt man da einen Anruf. Ja, da leuchtet das Telefon auf, das heißt, da kann uns auch jemand auch rufen. Ist mir vorhin nicht aufgefallen. Cobra 11, bitte kommen. Ah, jetzt, Lea. Wir sind da. Empfangen. Die letzten Staatsgäste sind unterwegs zur Konferenz. Ein Eskortierungsteam ist ausgefallen. Könnt ihr einspringen? Na klar. Wir eskortieren einen Staatsgast. Wir übernehmen das. Behalt euch, sie fahren gleich los. Wo müssen wir nach? Wir müssen erst mal gucken. So, der schickt uns da dreimal um den Block. Zum großen Hotel. Okay, okay, das macht sogar Sinn. Dann fahren wir mal so, wie der das von uns will, der Navigator da. Okay, einmal. Ah ja, okay, der jagt uns die Hand durch den Hinterhof. Kein Problem. Muss halt irgendjemand kommen und die Bretter wieder aufbauen, ja? Moment, geschwind. Ich will den Bagger umschubsen, wenn der da so rumsteht. Wo ist er? Tschüss. Er erinnert mich an Cars. Und wie er zu da liegt, nur mehr an Cars, nämlich an die Kühe-Schlepper-Dinger-Bulldeck. Ja. Wisst ihr, gell? Wisst ihr, Cars ist ein guter Film. Der gefällt mir. Hat sogar schöne kleine Lehre drin. Also eine Lehre mit H, keine Lehre mit EE. Viele andere Filme, modernere Kinderfilme, haben ja eher so eine Lehre drin, wo einfach irgendwelche Sachen passieren, aber die nicht so wirklich. Ja. Ich kritisiere schon wieder da, ne? Zu viel. Ja, ich denke mal, 700 Meter, wir sollten gleich in der Nähe. Ups. In der Nähe von dem Hotel sein. Und dann wird bestimmt irgendwas passieren mit denen, wenn wir die bewachen müssen. Wird es schon seinen Sinn haben. So, da vorne ist's. Einmal nur links abbiegen. Genau, links abbiegen. Was die für einen Eindruck haben, die Staatsmänner. Wenn wir da mit einem völlig demolierten Auto ankommen, egal. So. Und schon geht's los. Oh, Stretch Limo, wow. Das ist natürlich schön. Okay, wir dürfen jetzt zunächst noch.
Von mir aus. Und 50% Schaden darf die maximal kriegen, steht da. Das bedeutet, dass wahrscheinlich gleich irgendjemand kommt und das Ding rammt oder sprengt oder beschießt oder irgend sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber momentan sieht ja alles ziemlich friedlich aus, der Hanne. Oh, 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 oh. Entschuldigung, dass ich so näher auf... Ah, links kommen drei Autos. Oh, nicht schon wieder. Kann in diesen Tagen nicht mal irgendwas reibungslos ablaufen. Zwei Cabrios. Wir greifen gleich mit drei Fahrzeugen an. Versuchen wir es mit Ausbremsen. Wo ist das Gelbe? Welches ist gelb? Welches ist gelb? Ach, das hintere. Oh, nö. Komm schon. Schnell. Wir machen mal das Blaulicht auch als erstes. Ja, beschieß mich ruhig. So. Lustig ist auch, dass der, Normal, die sind ein bisschen zu hartnäckig. Den nächsten schießen wir besser gleich die Reifen platt. Der Politik- oder Land- oder Staatskennzeichen-Dings der Bums da hat. Also der schwarze, wo wir gerade gestellt haben. Okay, nächster Lilaner. Schießerei. Okay, hast einmal noch. Munition? Gut. Alles verballert. Dann müssen wir den letzten Schrott reinfahren. Als ob die bloß 12 Schuss dabei hätten. Oh, erstmal natürlich der Präsident Rammer. Kein Ding. Der Präsident. Oh. Ach Mensch. Komm, fahr gegen die Wand. Oh Mann. Wir dürfen gar keinen Schaden mehr kriegen. Ach nee, die Limousine darf keinen Schaden mehr kriegen. Aber ich bin selber schon bei fast 80%. Mann, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mal. Ich kann schon fast nicht mehr fahren. Und der beschießt einfach immer wieder weiter die schöne Limo. Das kommt nicht hinterher. Mann. Ja, okay. Wo ist er denn? Ach so, jetzt setzt er sich wahrscheinlich gleich zurück. Oder nicht? Dann können wir vielleicht auch rammen. Jetzt setzt er sich zurück. Natürlich. Oh, meine Herren. Also manchmal regt mich das Spiel schon ordentlich auf, muss man sagen. Jetzt steckt er die ganze Zeit fest und setzt sich nicht zurück, wenn man damit rechnet. Okay, ich habe fast 90%, das wird nichts. Ich sehe schon kommen, das wird nichts. Hä, wo ist denn der? Ach, der hängt im Kreisverkehr drin. Ja, alles klar. Ach, ist das alles verbuggt. Meine Herren. Gut, sich eigentlich nicht verbuggt, in dem Sinn sich einfach nicht so richtig ausgeklügelt. Der ist einfach doppelt und dreimal so schnell wie ich und ich bin fast kaputt. Wenn ich den jetzt ramme, bin ich wahrscheinlich voll ganz kaputt. Kann ich doch vergessen. Okay, doch, wir können es schaffen. Allerdings halt sehr schlecht. Drei Kreuzchen am frühen Morgen. Oh Mann, ey. Der Tag fängt schon wieder gut an. Das sind schon wieder alle Sterne oben weggegangen. Mensch. Drei Kreuzchen am frühen Morgen. Und der wiederholt sich. Ja, alles klar. Drei Kreuzchen am frühen Morgen und der Tag fängt schon wieder gut an. Okay, nachdem der Tag so angefangen hat, wie er gerade angefangen hat, machen wir mal vielleicht noch ein bisschen was anderes. So, zum Beispiel, kommen wir mal den da. Düsen wir mal ein bisschen mit dem durchgegen. So, dann heizen wir mal da schön entlang. Das langt auch. Perfekt. Oh, oh. Oh, ups. Naja, der brennt dann wohl. Jetzt mal nur mal schön gucken, wo sind wir? Ah ja, gut, der kommt uns entgegen.
Dann würde ich sagen... Aua. Ich sage, fahren wir mal da durch. Oh, jetzt biegt der andere schon ab. Ist ja schon wieder alles hier koordiniert, wie nochmal was. Na klar, und dann setzen wir uns noch zurück. Beschattung, okay. Dann beschatten wir mal den Rennwagen. Ist ja überhaupt nicht verdächtig, dass das ein Rennwagen auf der Straße umfährt. Gut, wir fahren selber auch mit dem Rennwagen, aber... Wir haben immerhin noch die Ausrede, dass wir Polizei sind und alles machen dürfen. Alter. Wisst ihr, warum wir jetzt verloren haben? Der war da ganz vorne, ja? Und warum haben wir verloren? Weil wir zu laut waren. Alles klar. Vielleicht ist es ein Autoschieber. Ja, genau das habe ich gesucht. So, den müssen wir jetzt bis Ohr halten. Dürfen nicht so arg kaputt machen. Dann lass dich auch Ohr halten, Kollege. So, einfach Vollgas geben, dann kann der nicht wegfahren. Und dann übernehmen wir das Auto und fahren es noch schnell geschwind um in die Verladestation. So, da haben wir es auch schon fast geschafft. Ich freue mich, dass ab und zu mal jemand mitguckt, der Hanne, wie ich Copa 11 spiele, was bestimmt total spannend ist. Nee, Quatsch, also die anderen Spiele auf meinem Kanal sind ja ein bisschen häufiger geguckt als Copa 11. Allerdings freut mich es natürlich bei Copa 11 umso mehr, wenn es da welche gibt, die das auch gucken. Ja, vielleicht gucke es ja mal ein paar mehr an wieder. Ja, Copa 11. Cooles Spiel mit Crashs und Action. Ja, ja. Ne, die anderen Videos kriege gerade tatsächlich ziemlich viele Aufrufe. So 100 eigentlich immer recht schnell. Aber wenn ich das Video hochladen, wird es bestimmt nicht so sein. Trotzdem mache ich hier Ende Gelände. Wir haben genug gespielt. Die Folge ist vorbei. Wir sind bei 74%. Wir können uns noch schon spoilern. Nur einer kann gewinnen. Das hört sich nach einer Rennmission an. Die werden wir dann beim nächsten Mal machen. Und solange sage ich, macht's gut und tschüss.